Hallo und herzlich willkommen zur ultimativ letzten Ausgabe vom Game of Thrones Trash Talk hier bei der GoP-Zeitung. Ich bin Fabian Kern und zusammen mit meinen Kollegen schaue ich zurück auf die letzte Folge von dieser wunderbaren Serie. Und wir lösen auf, wer den üppigen Pott von unserem GoP-Zeitungs-Redaktionstippspiel gewonnen hat. Für unsere letzte Folge habe ich alle versammelt, die in den letzten Wochen hier an meiner Seite waren und mich belehrt haben. Zum Beispiel der Andreas hat gefunden, apropos Arya. Sie macht das geschickt und ich habe das Gefühl, sie wird am Schluss als Einzige überleben, weil sie sich immer so ein bisschen hinterher aus allem raushält. Und dass sie am Schluss auf einem eisernen Thron wird hocken. Ja, sie immerhin lebt sie noch. Okay. Schon ein Anfang. Der Anfang ist extrem. Ja, im Gegensatz zu der Masche, die schon am Anfang gesagt hat, dass Jon Snow muss sterben. Ja, das habe ich gesagt. Aber das ist wirklich mein hart erarbeitetes Fantasy-Wissen über Jahre. Also konsequenterweise ist er ja eigentlich schon tot gewesen und wieder erweckt worden. Also hat er müssen sterben. Ja. Darum hast du nachher auch gesagt, dass er auf dem Thron sitzt. Das ist halt mein Wunsch. Ich bin ein bisschen verliebt in ihn. Darum hast du auch Daenerys nicht mögen, gell? Ja. Nein, das ist reine Eifersucht. Nein, da habe ich andere Gründe. Okay. Nein. Du hast gefunden, der Tyrion sitzt oder Tyrion sitzt am Ende vom Thron. Ich? Ich da. Und das war auch nicht ganz richtig. Er hat es zwar noch kurz versucht, ist in die Nähe gekommen, aber irgendwie ist es... Er ist immer noch in der Nähe, ich will es betonen. Also nicht vom eisernen Thron, der ist ein bisschen eingegangen, aber er ist immer noch die Hand. Und von dem her ist es nicht ganz falsch, weil du weißt, der auf der Seite, die rechte Hand vom König ist meistens mächtiger als der König selber. Stefans Statement, Brienne und Tormund sind mein perfect match. Möchtest du noch etwas dazu sagen, Stefan? In meiner Fantasie werden die noch viele schöne Stunden miteinander. Nein, ich finde, sie sind immer noch das Perfect Match. Aber irgendwie hätte es einfach nicht sein, weil Brienne hat also ihre Pflichten zu erfüllen in King's Landing. Und der Tormund ist mit dem Jon irgendwelche anderen Leute suchen, irgendwo. Das weiß man nicht so genau, das bleibt offen. Würdest du sagen, am Schluss war Bromance stärker gewesen? Die Bromance, genau. Als Perfect Match. Die Bromance ist stärker gewesen. Ich sage jetzt einfach nur Team Melisandre. Was möchtest du dazu sagen? Also vielleicht ist uns am einen oder anderen aufgefallen, dass ich während dem ganzen Trash-Talk nicht durch mein Fachwissen brilliert habe. Muss ich vielleicht so ranbemerken. Aber ich sehe hier so ein bisschen wie... Ich habe so das Gefühl, ich bin so ein bisschen Opfer vom System. Ich bin so ein bisschen wie der Brand von den Trash-Talks. Ich habe mich nicht wirklich freiwillig dafür gemeldet, aber ich bin einfach so by popular vote so wieder eingewählt worden. Das ist so ein bisschen Situationskomik. Darum wird alles andere, was auf dem Zettel steht, wahrscheinlich auch nicht. Nein, ich finde eigentlich, du bist recht gut gelegen. Du hast nämlich gesagt, Jon Snow wird sterben. Daenerys wird sterben und Sansa wird auf dem eisernen Thron sitzen. Also jetzt ist es natürlich so, Sansa sitzt auf dem Thron. Daenerys ist tatsächlich tot und der Jon Snow ist eigentlich so gut wie tot. Er ist schon mal tot gewesen, immerhin. Verdammt zum Leben auf dem Mur. Ja, aber trotzdem, das ist deine Voraussage. Das macht mir Mut auf den Sieg, auf den Pott, ja. Muss ich jetzt wirklich sagen. Auf dem 6. Platz mit vor 32 möglichen Punkten minus 11 ist der Andreas. Auf dem zweitletzten Platz, also auf dem 5. Platz mit minus 1 Punkt ist der Fabian. Mascha. Und? Yes. Wer ist noch? Und der Markus. Knapp zusammen mit dem Markus. Ah, wirklich? Oh. Ja. Okay. Nein, also eigentlich ist Exequo der 3. Platz, wenn wir ganz genau sind. Dann würde ich auch sagen, wir zwei teilen uns den Pott einfach, setzen uns ab, so wo immer der Markus auch gerade will. Das hat gut mit Ausland. Und, ist ein cleverer Vortrag, okay, weil du bist auf dem 2. Platz mit 5 Punkten. Unglaublich. Und grosser Sieger mit 7 Punkten, Daniele. Bravo. Team Melisandre an dieser Stelle. Gratuliere. Vielen Dank. Ich habe nicht damit gerechnet, muss ich natürlich sagen. Und ich werde mir etwas ausdenken, was ich mit diesen 60 Franken würde machen würde. Und wir werden das natürlich mit euch teilen, in was wir das investieren werden.